willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, leider waren die Aufnahmen, die jetzt gleich folgen, etwas überbelichtet. Deshalb mache ich kurz das Intro heute nochmal. Und zwar werde ich einen Song für Kahn schreiben, beziehungsweise schreiben lassen. Aber worum es genau geht, erzählt euch gleich mein überbelichtetes Ich. Und zwar möchte ich einen Song schreiben lassen für Kahn, alleine für Kahn. Aber ich möchte das nicht alleine machen. Ich möchte, dass das jemand macht, der davon Ahnung hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es dafür bestimmt auch noch bessere Wege gibt. Aber vielleicht kennen einige von euch die Seite Fiverr. Hashtag keine Werbung. Ich habe einfach nur Lust, das auszuprobieren. Und zwar kann man dort Leute dafür bezahlen, dass sie irgendein sinnloses Zeug machen oder Liedtexte schreiben oder einfach so Songs komponieren oder dass sie lustige Videos für einen aufnehmen oder so. Und ich möchte einen Song für Kahn schreiben lassen. Also ich möchte von jemandem einen Text bekommen und ich möchte von jemandem ein Lied bekommen. Und im besten Fall finde ich sogar noch jemanden, der das einsingt für mich, damit ich das nicht tun muss. Und dann möchte ich Kahn das natürlich nächste Woche präsentieren, wenn es denn bis dahin fertig ist. Also ich würde gerne zuerst den Liedtext haben. Danach hätte ich gerne die Melodie auf den Text. Und dann soll sie mir noch jemand einsingen. Das heißt, es könnte ein bisschen dauern, bis das alles fertig ist. Aber ich nehme euch überall hin mit. Okay, ihr seht jetzt hier die Seite Fiverr. Und da gibt es wirklich alles Mögliche. Die schreiben Texte für einen und können Bilder für jemanden bearbeiten oder so. Die Preise sind relativ unterschiedlich, aber häufig sehr niedrig. Und ich will einfach mal schauen, wie gut das funktioniert und wie gut der Song dann auch wird für Kahn und wie er ihm gefällt. Ich habe einfach Lust, das auszuprobieren, Leute. Okay, ich wollte ja zuerst den Songtext. Deshalb suche ich jetzt hier einfach mal nach. Songtext. I will write lyrics for a pop, punk or rock song. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Rap, Hip-Hop Lyrics ist auch nicht schlecht. Wäre vielleicht eher Kahns Ding. Lyrics and vocal melody for a song. Oh, der würde sogar beides machen. Das heißt, der würde Lyrics und eine Melodie dazu noch fertig machen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Und es haben auch alle eine sehr gute Bewertung. Any genre. Boah, es gibt so viele. Hier wird sogar jemand sofort singen. Sie ist auch Pro-zertifiziert, das heißt, sie kann was. Wen nehmen wir? Wer von euch darf den Songtext für Kahn schreiben? Also bei ihm scheint es so, der ist wohl top bewertet. Ich glaube, ich hätte gerne einen Pop-Song. Also vielleicht gefällt Kahn Rap oder Hip-Hop besser. Also dann, wenn ich es nur darauf gehen würde, würde ich vielleicht ihn auswählen. Vielleicht kann ich ja auch einen Diss-Track dort machen lassen. Soll ich einen Diss-Track für Kahn schreiben lassen? Das wäre schon ein bisschen gemein, ne? Ich glaube, ich nehme Jordan. Jordan L. Music. Okay, also bei Jordan ist es so, wenn man das dann auch verwenden will, so wie wir das tun, dann kostet das nicht mehr 47 Euro, sondern 151 Euro. Wäre es mir tendenziell auch wert? Ich gucke mal, wie das bei den anderen aussieht. Hier bei dem Top-Bewerteten mal schauen. Okay, also er würde dann quasi mit der Akustikgitarre mitspielen und er würde das auch einsingen. Okay, dann zeig mir doch mal, wann kann ich das kommerziell verwenden? Immer. Bei ihm kann ich alles kommerziell verwenden, das heißt, er ist etwas günstiger, aber er kann halt auch kein Rap oder Hip-Hop. Aber ich würde trotzdem mal auf ihn gehen. Ich glaube, Popsongs sind auch einfacher zu merken. Vielleicht wird es ja Kahns neues Lieblingslied. Also, sein Basispaket ist eine PDF-Seite mit Lyrics, also mit dem Songtext. Sein Standardpaket ist der Songtext plus eine aufgenommene Melodie dazu. Oder Premium bei ihm dann komplett alles. Also Songtext, Melodie und ein Arrangement, also mit unterschiedlichen Gitarren. 2 Tage steht da als Lieferzeit. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich wähle das mal aus. Alter, so krass. Ich finde das voll spannend, ey. Was meint ihr, wie cool wird das? Ich glaube, das wird extrem cool. Er fragt mich dann bestimmt noch, was es für ein Song sein soll. Ah, okay. Und jetzt muss ich das hier beschreiben. Der Style, also was es sein soll. Und für was überhaupt? Welches Thema? Also ich habe ja gesagt, ich hätte gerne einen Pop-Song. Okay, ich schreibe ihm gerade, dass
der Song für meinen Freund Kahn ist und dass wir es für ein YouTube-Video verwenden möchten, weil das möchte ich noch sagen. Dementsprechend muss es family-friendly sein. Okay, man kann hier auch ein Bild anhängen, das werde ich selbstverständlich tun. Ich habe irgendwo noch ein Foto von Kahn, glaube ich. Ich muss noch finden. Okay, ich habe ein Bild angehangen. Ich starte jetzt den Auftrag. Ah, mein Gott, okay, es ist in Bearbeitung. Ich bin so gespannt, was das jetzt gleich wird. Wie gesagt, den Song selber, also die Melodie dazu und ein ganzes Arrangement lasse ich dann von jemand anderem machen. Aber oh mein Gott, ich bin jetzt schon so gespannt, was er da für einen Text raushaut. Der Text wird auf Englisch sein. Ich werde ihn dann versuchen, so gut wie möglich zu übersetzen, damit ihr auch wisst, was da über Kahn geschrieben wurde. Ich bin so gespannt, was es wird, ne? Okay, es ist jetzt heute der 2.3. und ich habe gestern Abend nach Feierabend endlich den Song bekommen. Es hat sich ein bisschen was getan. Es hat sich zwischendurch etwas verändert. Und zwar folgendes. Ich hatte ja eigentlich erst nur den Songtext in Auftrag gegeben. Aber das Problem ist, wenn gar kein Lied da ist, worauf soll er denn dann den Text draufschreiben? Ja, ist mir dann auch eingefallen und ihm auch. Und dementsprechend habe ich ihm dann auch den Auftrag gegeben, direkt eine Melodie dazu zu schreiben. Das hat auch einen Aufpreis gekostet. Und das hat er aber gemacht und ich habe das jetzt auch schon bekommen. Den Song hört ihr dann am Ende. Und jetzt habe ich ja noch Folgendes vor. Ich möchte ja noch ein komplettes Arrangement da drumherum haben. Also, dass da schön Orchester vielleicht spielt. Ist schon so ein bisschen nice. Allerdings dauert das relativ lange. Aber wir schauen einfach mal. So, Song Arrangement. I will finish your song, melody, lyrics, arrangement and more. Ja, das klingt doch gut. Aber wie lange brauchst du? Das ist die große Frage. Ich möchte das Video nämlich am Donnerstag drehen. Das heißt, am Donnerstag muss der Song fertig sein. Okay, also er braucht jetzt hier zum Beispiel 4 Tage. Das ist zu lange, weil heute ist schon Dienstag und ich will das am Donnerstag. Das heißt, ich brauche jemanden, der allerhöchstens, aber wirklich allerhöchstens 2 Tage hat. Am besten wäre jemand, der das in einem Tag schafft. Ist auch noch jemand? Wie lange? 7 Tage, eieiei. I will arrange and produce your song. 5 Tage Lieferzeit. Kann ich das hier irgendwie? Ja, ich kann das nach Lieferzeit. Express 24 Stunden, das wäre doch mega. I will record ukulele track. Hä, voll cool. Der macht das mit der Ukulele. Mhm. Nicht schlecht. Bis zu 120 Sekunden. Dafür muss ich einmal kurz gucken, wie lang der Song ist. Ich glaube, der ist länger als 120 Sekunden. Okay, was schafft sie in einem Tag? Lead Vocal and Vocal Arrangement. Also sie singt die Vocals ein und macht Harmonies dazu. Aber da wäre dann kein Orchester dahinter. Aber wäre natürlich auch cool, wenn sie das einsingt. Das Problem ist nur, dass wir Zeitdruck haben. Wir haben Zeitdruck. Ah, jetzt steht hier ein Tag Lieferung. Sie macht 3 Instrumente. Okay, aber das klingt doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist zwar ziemlich teuer, aber dafür, dass ich Stress habe und dass sie das macht, okay, muss ich ihr vorher schreiben? Eigentlich würde das ja reichen, wenn sie mir hier 3 Musikinstrumente dahinter packt, oder? Egal, ich mache das jetzt einfach. Ich konnte ja das letzte Mal auch relativ einfach upgraden. Ich nehme jetzt hier die Basis-Version von ihr. Das ist nur die Musik, aber das reicht mir ja eigentlich, weil alles andere habe ich ja schon. Ich kann es dann nicht benutzen, das ist das Problem. Ich muss es benutzen können. Das kann man bei ihr nur bei dieser Version hier. Da muss ich das wohl zahlen. Aber das ist ja auch okay. Dann sagen wir das. Kitsching! Bin schon richtig gespannt, was er dann dazu sagt. Das, das und das. Dann downloade ich das jetzt alles einmal und schicke ihr das einfach weiter. Weil sie braucht es ja auch.
Sonst kann sie ja nie arbeiten. Kostet jetzt 91 Euro, aber das ist natürlich, weil ich das so schnell brauche. Jetzt schreibe ich immer noch eine Nachricht. Ich glaube, mit ihr kann ich Englisch schreiben. Okay, also ich habe ihr jetzt geschrieben, ich habe jetzt eine Nachricht geschrieben, dass ich das Song Arrangement brauche. Also sie packt jetzt quasi mit dem Computer noch mehr Instrumente dahinter. Ich glaube insgesamt 3 habe ich jetzt gekauft und dann klingt das hoffentlich cool. Ich habe ja gesagt, sie soll mit dem Song machen, was sie möchte und ob sie das halt auch schafft, dass ich es spätestens Donnerstagmittag brauche und wir werden sehen. Was ich euch noch sagen wollte, der Artist, der den Song quasi geschrieben hat und mir auch die Tonspur eingesungen hat, man macht am Ende so eine Bewertung, so kann man quasi aussuchen, wie war die Kommunikation, ob das, was man bestellt hat, so ist, wie man das haben wollte und so. Und ob man weiterempfehlen würde und ich habe ihm 5 Sterne bei allem gegeben, weil er super war. Er hat einen mega coolen Song geschrieben. Und er konnte mich dann auch noch bewerten. Und ich habe auch eine 5-Sterne-Bewertung von ihm dafür bekommen, weil es so ihm Spaß gemacht hat, an diesem Song zu arbeiten. Ist doch schön, oder? Sind einfach alle zufrieden. Und jetzt hoffe ich nur, dass ich so bald wie möglich jetzt noch von ihr höre. Wie heißt du? Zoe Maria 44. Und dass auch der Song cool wird. Also der Song, den sie dann daraus, den Song, den sie daraus macht, aus der Song, den sie aus dem Song macht, der da ist. Ihr wisst schon. Aber ich muss schon sagen, also Fiverr macht schon echt viel Spaß. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie der Song dann klingt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde sagen, wir warten jetzt mal, bis sie antwortet. Und dann haben wir vielleicht schon ein Lied, ein ganzes. Oh mein Gott, stell dich das einfach mal vor. Ah, ich bin total aufgeregt. Fertig, oh mein Gott, es ist soweit. Ich habe das Ergebnis geschenkt bekommen und ich habe es mir auch schon angehört und es ist so cool geworden, wirklich. Ich hatte das ja nochmal weitergegeben, damit der Song nochmal komplett abgemischt wird mit mehr Instrumenten und vielleicht ein bisschen Hall auf die Stimme legen und so. Hat ihr auch gesagt, sie kann machen mit dem Song, was sie möchte und es ist richtig cool geworden. Sie hat es mir sogar vor der Abgabezeit geschickt und ich bin einfach nur begeistert. Ich kann euch ja mal kurz noch vorlesen, was sie geschrieben hat. Thank you for the order. I'm very happy to tell you that Khan's song is ready. It was such a fun song to work on. I absolutely enjoyed the process. Hope you like what I came up with and good luck with the YouTube video. Also sie hat mir nochmal Glück gewünscht für das YouTube Video und dass es ihr Spaß gemacht hat, an dem Lied zu arbeiten. Und sie hofft, dass uns das gefällt, was sie gemacht hat. Und es gefällt uns sehr gut. Es ist absolut fantastisch. Und ich freue mich jetzt auch, es gleich Khan zu zeigen. Ich werde das jetzt gleich machen. Ich habe extra so eine Musikbox gekauft, damit wir das jetzt gleich ganz laut bei ihm abspielen können. Ich hoffe, er freut sich. Es haben 2 Profis an diesem Song gearbeitet. Natürlich werden wir die beiden Artists unten in der Beschreibung verlinken, falls ihr auch Lust habt, euch von den beiden mal einen Song abmischen oder schreiben zu lassen. Dann findet ihr die beiden da unten. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, ob Khan da ist. Wenn er nicht da ist, dann packen wir in sein Studio die Musikbox und lassen ein paar Kameras laufen und hoffen, dass es gut wird, dass die Überraschung gelingt. Okay, Claudio hat ihn jetzt mal nach unten gelockt. Ich habe ihn darum gebeten, dass er irgendwie Khan hier rausbekommt. Ja, ich habe jetzt hier die Boombox und schaue, dass wir das jetzt hier schön aufbauen. Hier muss man eigentlich. When times are tough, some friends are just gold, shining in the dark. I'm so glad we started. No.
mind that could tell a story, and I could listen to every word. Black hair and slowly fade to gray, but would we have it any other way? You came around at just the right time. We've got jokes we can't get enough. I know at times you can't be annoying, but it makes you the diamond in the rough. Some friends are just gold, shining in the dark. I'm so glad we started knowing each other. Danke. Aber... Eigentlich ist so viel versprochen. Wo hast du den Song gefunden? Den habe ich nicht gefunden. Den habe ich schreiben lassen. Wie? Ich habe diesen Song extra für dich schreiben lassen. Von wem? Von jemandem auf Fiverr. Mir hat jemand den Song geschrieben, mir hat ihn jemand eingesungen und dann habe ich das nochmal jemandem geschickt zum Ablöschen. Dann würde noch mehr Instrumente drunter kommen. Ich habe extra für dich einen Song geschrieben. Der Song ist auch... Nein, du lügst! Der Song ist auf dich geschrieben. Du wirst auch gleich die Lyrics sehen. Du lügst! Nein, das ist gelogen! Willst du hier alles sehen? Ja, ich will den... Können wir die Lyrics einblenden? Ja, klar. Der Song gehört dir. Ja, wo ist es denn? Du kannst einmal hier drauf gehen. Das ist... er hat den Song geschrieben. Aber hat... 100 Jahre Love of Slime! Oh mein Gott! Ich habe nicht übertrieben. Der Song ist wirklich für dich geschrieben. Das gibt es nur, diese Melodie, alles, was du hier hörst, ist nur für dich geschrieben. Guck mal, mit meinen Augen und den Haaren, das passt sogar. Ich habe ihm ein Bild von dir geschickt. Fading to Grey, mein Gott. Ich fange jetzt nicht an zu heulen, keine Sorge. So nah bin ich doch nicht am Wasser geworden. Da fehlen noch die Chicken. Wie, du hast extra einen Song für mich jetzt schreiben lassen? Ich habe extra für dich einen Song schreiben lassen. Ich will kurz einen neuen Akku. Oh, warum macht man das? Wie soll ich das jetzt toppen? Wie soll ich es toppen, dass jemand einen Song für mich geschrieben hat? Also jemand, Danja. Ich sollte mich freuen, aber... Boah, das ist schon nett. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe eigentlich. Ich habe einfach einen eigenen Song. Also nicht einen eigenen, sondern... Der ist für mich. Oh, Danja. Warum macht man das? Das hat doch Geld gekostet. Hätte man mir auch eine Switch kaufen können, oder? Nein, sorry. Oh, das ist echt heftig. Das ist mal eine miese Überraschung. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Also ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit einem Song. Dann aber wie bist du denn auf die Idee gekommen, einen Song zu machen? Ja, ich hab ehrlicherweise auf YouTube jetzt so ein paar Videos gesehen, wo Leute sich Songs schreiben lassen auf Fiverr. Aber dass das geht, wusste ich gar nicht. Ja, es geht. Ist eine gute Geburtstagsidee auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und der Song gehört jetzt mir? Der Song gehört jetzt ja, das ist dein Song. Können wir ihn nochmal anmachen? Na klar. Machen wir nochmal an. Mach mal an. Mein Song. Ich habe auch noch eine Akustikversion davon fest. Nein, ich möchte mit schön. Boah, das war cool. Ich habe meinen eigenen Song. Danke, Danja. Ja. Ich weiß zwar nicht, womit ich das verdient habe, aber gut. Hast du nicht. Ja, ich weiß. Hat Claudio auch gesagt, du hast es nicht verdient. Ich will den Song. Also, Songtext fehlt jetzt nicht an, ne? Kann man den nicht bei TikTok? Eigentlich kann man den bei TikTok platzieren, weißt du das? A song for a lovable, reliable friend. A friend with a big heart. For long we've made such great memories. Here's to you, this song's for Khan. You came around at just the right time. With bad jokes we can't get enough. Love of slime, joy that you bring helps when times are tough. Some friends
Bei dieser Sache ist? Ich habe nur ein Problem mit dieser Sache. Was? Wie soll ich das jetzt toppen? Muss ja nicht. Doch, natürlich, Deckstickel kann das so auf mir liegen lassen. Kannst du nicht toppen. Ein eigener Song? Ja. Gut, ich könnte natürlich einen eigenen singen, aber ich glaube... Ich glaube, das möchte ich nicht. Ich hätte das auch einsingen können für dich, aber ich wusste, das würde dir den Song extrem abwerten, deshalb habe ich es nicht gemacht. Ja, danke. Boah, Daniel, das ist voll nett. Das ist voll nett, danke. Ja, gerne. Das kann ich was sagen soll. Das ist okay. Viel Spaß damit, Karl. Ich hoffe, wir konnten dir eine schöne Überraschung machen. Ja, ist krass. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, das Video vorzubereiten und so. Das haben die jetzt, also hast du die ganzen Vorbereitungen und so auch? Ja, habe ich alles mit aufgenommen. Ich muss das Video auf jeden Fall reinziehen. Ja, mach das. Krass. Dann ja, danke. Bitteschön, viel Spaß. Hätte ich echt nicht gesagt, dass ich das sage, aber danke. Gerne, gerne. Viel Spaß damit. So, ich gehe jetzt wieder. Viel Spaß mit deinem Video. Ja, danke, warte. Jetzt raus aus meinem Studio, ist mein Zimmer.